Mauerecke Einmarsch für Gökhab Özekler. Begrüßen Sie Gökhab Özekler. In der blauen Ecke Gökhab Özekler ist 28 Jahre alt, 1,78 groß, er wiegt 72 Kilo, kommt aus Hamburg, hat einen Profikampf, den er vorzeitig gewonnen hat, in seiner Ecke Ex-Europameister Oktay Urkal und sein Team. Der Ringrichter in diesem Fight kommt aus der Ukraine. Herzlich willkommen, Alexander Schunkow. Ringfrei, Runde 1. Vier Runden, die Strecke, die hier angesetzt ist. Remo Edling in der weißen Hose. Ich will nichts sagen, aber der fängt schon an wie ein Verlierer. So wie er sich da wegduckt, als die ersten Schläge kommen. Oktay Urkal hat mit Gökhab Özekler hier offensichtlich einen Jungen, der gewinnen will. Und hat hier mit einer schönen rechten gleich auch nochmal deutlich gemacht, dass er es ernst meint. Was ist denn das für eine Art, wie Remo Edling da in den Mann geht? Na gut, er will offensichtlich nah ran, um da was zu tun. Bloß, ich habe hier gesehen, dass er wirklich der Infighter wäre. Wenn er die Chance hatte, da kam nichts. Zum Beispiel eben wieder. Hat er wieder die Chance gehabt, da kam nichts. Schöne, klare Treffer da von Gökhab Özekler. Da wird früher oder später die Wirkung sich auch zeigen. Wiederum ein aufgezeichneter Kampf des heutigen Abends. Oktay Urkal aus Berlin, dreifacher Weltmeisterschaftsanwärter, drei hervorragende Kämpfe in der Weltmeisterschaft gemacht, in Berlin vor allen Dingen. Europameister natürlich, Halbweltgewichter von Hause aus, vor allen Dingen aber ein sehr netter Kerl, ein guter Sportler. Treffer da von Özekler. Also ein bisschen Desperado-Haltung von Edling. Verstehe nicht, warum er nicht boxt. Und diese eigenartige Taktik da verfolgt. Eis hoch im Nacken. Aynısını öyle yap, aynısını. Çok güzel cep geliyor. Merkez zerbe. Adam şey getirsene, şu şeyi atırsın.
Atme tief, en dood. Tief durch en dood. Ellen kalt op. Voor in de rest van de buurt. Dat is te veel. Oké. Konzentriere dich. Eine Öle ab. Bir round habe ich und üçüncü round taşı sat. Tamam. Okay. Zaten adam Japonmuş. Gördün. Bak ellerini artistik yapma da tamam. Elini nişası bak. Aniden tamam. Atı sol kaldın. Okay. Şey, tam bu tarafa geliyor. Tamam abi. Tamam mı yavrum? Hadi öyle kontrol okay. Edin. Ring frei, Runde 2. Ring frei. Narzisse bemühen sich nicht aus dem Ring zu gehen. Die Sekundanten nehmen sich Zeit. Ich meine, ich will gar nicht sagen, Edling kann nicht boxen. Ich wünsche ihm einfach nur den Mut, dass er auch mal zeigt, was er drauf hat. Ein bisschen offener ist. Da hat er auch ein bisschen Bums und wenn er trifft, haut er Segler weg. Keine Ahnung. Im Augenblick sieht es aber nicht danach aus. Das ist der Segler, der den Kampf macht. Der das Tempo bestimmt und der die Treffer setzt. Man, das ist das Irre. Edling hat Reichweitenvorteile. Nützt er sie natürlich nicht, wegen dieses eigenartigen Stils. So ich die gerade Boxen scheint auch nicht zu können. Na doch, doch. Hat's nur an der einen Stelle vorhin vergessen. Muss er selber eins einstecken, Edling. Das hat man gemerkt, das hat gewirkt. Ist auch zu offen, das ist ein wahnsinniger Stil, den der Junge hat. Er fühlt sich hinter seiner Deckung sicher und dann fängt er an, sich zu öffnen. Schlägt dann natürlich nur Haken und bietet seinem Gegner die Möglichkeit, auf dem kurzen Weg ins Ziel zu kommen. Ganz schlechter Stil. Statt die Vorteile, die er hat, zu nutzen, eben die Reichweitenvorteile, aber dazu muss man ja auch entsprechend boxen können. Treffer da von Edling. Eigentlich ist völlig egal, ob Edling gewinnt oder nicht. Sein Stil ist völlig falsch. Das ist ein Stil, der sehr stark hier mitnimmt. Der ramponiert seine Gesundheit. So rum oder so rum. Und die Runde geht natürlich wieder rum. Danke, Karl. Hier ist klar. Nur zwei in Ring, nur zwei in Ring. Hallo, nur zwei in Ring. Okay. Luft hält. Na ja, ich merke, weil du krank warst. Schöne linke da von Ursikler. Bleib zu, mach, aber wenn und zum Körper nach. Wunderbar gemacht. Und nochmal zum Körper. Versuch es immer, wenn du kannst. Ja. Sehr gut. Auf den Körper auf. Er wird dann wütend. Merkst ja, du das? Da wird muss er wirklich drauf aufpassen, muss der Körper. Da hast du schön die Lücken erkannt. So bleibst und bleib geschlossen. Penne nicht, das innere Ding war auch schon wieder drin. Ringfrei zur dritten Runde. Gut, so ist gut.